Sie sind eilend gekommen, so bereitet euch vor. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zum Glauben erwählt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Tage eines hervorragenden Monats haben sich von uns genähert. Sie haben sich von uns mit Tahlil, Takbir, Lobpreis, Verherrlichung, sich zurückziehen von der Welt und widmen Gottes dem Dienste, Demut, Bittgebet, Tränen, zunehmender Gabe bei den Löhnen, Vergebung und Barmherzigkeit von einem stets vergebenen Herrn genähert. Die ersten 10 Tage vom Monat Zulhijja haben sich Rennen genähert. Deshalb lege ich für euch diese Haltungen dar. Die erste Haltung: Wie majestätisch ist die Gnade Allahs uns gegenüber und wie er, preis sei ihm, barmherzig uns gegenüber. Als er für uns Saisonen für die Gehorsam ihm gegenüber und Zeiten, in denen wir dessen Gaben unterworfen sind. Durch er für uns die Grade hochstellt und die Abrechnungen am jüngsten Tag verdoppelt und die schlechtesten Taten vergibt. Wenn ihr Gunst erweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Der gläubige Anbetendienende geht zwischen diesen Saisonen und Zeiten mit aller Hoffnung umher, dass von ihm sein Herr alles annimmt, was er verrichtet hat. Als er ernsthaft gearbeitet, sich bemüht, bewusst gearbeitet hat, sowie treu und aufrichtig gewesen war, mit aller Sicherheit, dass er ins Paradies treten würde, sobald er dies tut. Der Erhabene sagt: Wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und es wird ihnen nicht ein Dattelkern Gröcheln Unrecht zugefügt. So wie sagt der Erhabene: Wer aber etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, der wird kein Unrecht und keine Lohnminderung befürchten. Und diene deinen Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Unter dieser göttlichen Gnade ist eingegliedert, dass er die Betrauung mit seinem Herrn erneuert, da die Unachtsamkeit den Menschen trifft und ihn die Versuchung beeinflussen und ihm der Satan alles Gutes raubt. Dann kommen diese Saisonen, dann kehrt er zurück, tut Buße, kommt zurück, kehrt wieder mit einer so gewendeten Seele, strömender Träne und aufrichtiger Reue. So gebührt dir alles Lob, du unser Herr, wegen dem, was du uns an Gnaden gewährt hast. Und dir gebührt alles Lob, sowohl im Voraus als auch im Letzten, so wie dir gebührt alles Lob vor und nach. Die zweite Haltung: Diese 10 Tage sind eine große Chance in diesem Leben und reichlicher Gewinn in dieser Welt. Der Gläubige ist aufgefordert, die Chancen zu benutzen, bestrebt zu sein, diese zu wahrnehmen und gewinnen und darum ernst zu sein, nach allem, was sie an Gute und Gnade haben, zu streben. Das Gute und der Vorrang dieser 10 Tage haben sich bei der Aussage des Gesandten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, verdeutlicht. Dieser hochrangige Vorrang ist auf das, was sie sich in diesen Tagen von vielfältigen Anbetungshandlungen und unterschiedlichen gottgefälligen Taten dem Herrn gegenüber befinden. Ibn Hajar sagte: Es zeigt sich, dass der Grund für den Vorzug der 10 Tage von Zulhijja im Zusammenkommen der Mütter der Anbetendienenden an diesen Tagen liegt, nämlich das Gebet,
das freiwillige Almosen, das Fasten und der Hajj, was in keinem anderen sind. Der Vorrang dieser Tage zeigt sich auch darin, dass sie die besten Tage der Welt sind. Jabir berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, die besten Tage der Welt sind die 10 Tage von Dhul-Hijjah. Es ist eine Einladung für dich, du mein gläubiger Bruder, damit du dich auf den Empfang vorbereitest, so wie das Allah dich diesen Tagen gegenüber im besten Falle sieht. Wisse, dass sie Tage sind, die in deinem Leben schnell gehen und von dir viel nehmen. Und nimm die Schrift mit aller Kraft. Wenn du sie in diesem Jahr erlebst, vielleicht gehörst du zu denjenigen, die diese Tage im nächsten Jahr nicht erleben. Die dritte Haltung. Du, der am Beten dienende Allahs, sollst diese 10 Tage von einem guten Wendpunkt in deinem Leben machen und gucken, was du jetzt um Allahs verrichtest und wie du am Ende deines Lebens bist. Es ist sehr wichtig, dass du dich Allah am Ende deines Lebens mehr als dessen Anfang näherst. Dass du davon beeinflusst wirst, soll es über dein Gesicht, Handeln sowie Herz erscheinen. Wo liegt der Vorteil denn, wenn diese verdienstvollen 10 Tage vorbeigehen, ohne dich zu einem am Beten dienenden reuigen und Allah dem Erhaben gegenüber demütigen Mann zu machen? Du sollst unbedingt auch mit diesem positiv aufeinander wirken, und zwar, dass du die negative Art und Weise deines Lebens änderst oder dass du verdoppelst, was du an rechtschaffenen Anbetungshandlungen verrichtetest oder dass du die übliche Routine deines Lebens mit dem, was von den Aussagen und Handlungen rechtschaffen ist, berichtest, der Erhabene sagt, und diene deinem Herrn anbetend, bis du Gewissheit zu dir kommt. Die vierte Haltung. Solange wir am Empfang dieser gesegneten 10 Tage wagen, kennen viele von uns die Art und Weise dieses Empfangs nicht. Als Darlegung dieses Problems sage ich, dass der Muslim planen und sich bemühen soll, jede Minute an den besten Tagen der Welt zu empfangen. Er soll auch die Programme vorbereiten und die Tabellen zeichnen, die ihm bei dieser wunderbaren gläubigen Nutzung helfen, da die 10 Tage ein Feld für die ganzen rechtschaffenen Taten ohne Ausnahme. Und diese rechtschaffenen Taten bedürfen einer vorherigen Anordnung und genauen Planung, die dem gläubigen anbetenden Diener dabei helfen, diese ganzen rechtschaffenen Taten zu verrichten und deren Belohnung vom Herrn der Welten zu erhalten. Die fünfte Haltung. Die 10 Tage haben Eigenschaften, um einige zu nennen. Allah preis sei ihm, der Erhabene, schwört bei diesen in seinem ehrwürdigen Buch, in dem der Erhabene sagt, bei der Morgendämmerung und 10 Nächten. Allah preis sei ihm, der Erhabene, bezeichnete sie in seinem Buch als die bekannten Tage und ordnete an ihnen insbesondere dessen Gedanken an. Der Erhabene sagt, und sie gedenken den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen. Einige Koran-Exegeten meinten, dass die bekannten Tage die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah sind. Die rechtschaffenen Taten an diesen Tagen sind bei Allah mehr beliebt als die anderen Tage. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, es gibt keine Tage, die bei Allah größer oder an denen die Arbeit bei Allah mehr beliebt als die 10 Tage sind. Also vermehrt an ihnen die Aussage, es gibt keine Götter außer Allah, und die Aussage, der Lobpreis ist Allah. An diesem befindet sich der Tarawih, also Nachdenkentag, respektive der 8. Tag,
an dem die Taten des Hajj beginnt. An diesem befindet sich der Tag von Arafah, der ein großartiger Tag ist und zu den ruhmvollen Eigenschaften des Islam gehört. Er hat großartige Tugenden, denn es ist ein Tag der Vergebung der Sünde und dessen Übersehen, ein Tag des Freilassens vom Feuer und ein Tag des Stolz. Von Aisha, der Mutter der Gläubigen, möge Allah mit ihr zufrieden sein, wurde überliefert, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Es gibt keinen Tag, an dem Allah der Allmächtige, der Majestätische, einen anbeten Diener vom Feuer freilässt, mehr als der Tag von Arafah. Er kommt heran und brüstet sich mit ihnen, den Engeln, gegenüber. An ihnen befinden sich eine Nacht des Zusammenbringens, und zwar die Nacht von Muzdalifa, in der derjenige, der den Hajj verrichtet, in der Nacht des 10. Tages vom Monat Zulhijja übernachtet, nachdem er von Arafah-Berg gestoßen wird. An ihnen befinden sich der Hajj, respektive die 5. Elementarpflicht des Islam. An ihnen befindet sich der Tag des Schlachts, und zwar der 10. Tag von Zulhijja, der als großartigste Tag der Welt gilt, gemäß dem, was Abdullah ibn Qurt überlieferte, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Der großartigste Tag bei Allah, gepriesen sei ihm, dem Erhaben, ist der Tag des Schlachts, und dann kommt der Tag der Kälte. Allah machte sie zu einer Zeit des sich nähern Allahs, breit sei ihm gegenüber, und zwar mit Schlacht der Opfer, wie die Markt der Opfertiere, die speziell für diejenige, der den Hajj verrichtet, sowie wie die Opfer, an dem sich derjenige, der den Hajj verrichtet, mit den anderen Muslimen beteiligt. An ihnen befinden sich Tage, die besser als die letzten 10 Tage vom Ramadan sind, gemäß dem, was Ibn Taymiyyah, möge sich seiner erbarmen, erwähnte, als man ihm nach 10 Tagen Zulhijja und den letzten 10 Tagen von Ramadan fragte, und zwar, welche besser sind. Da antwortete er: Die 10 Tage von Zulhijja sind besser als die 10 Tage vom Ramadan. Und die letzten 10 Nächten vom Ramadan sind besser als die Nächte von 10 Tagen Zulhijja. Die 6. Haltung: Es gibt Taten, deren Verrichtung an diesen 10 Tagen empfehlenswert ist, auf die man hinweisen muss. Zu ihnen gehört die Notwendigkeit, sich wieder reuvoll Allah, dem Erhaben, zuzuwenden und zu ihm zurückzukehren, sowie von den Sünden und dem Ungehorsam abzulassen und an der Verrichtung der rechtschaffenen Taten zu wagen. Verrichtung der rituellen Gebete zu deren Zeiten. Denn dies gehört zu den prächtigsten und großartigsten sowie verdienstvollen Taten. Der Muslim soll auch sie in Gemeinschaft mit den Muslimen verrichten, sowie er soll die freiwilligen Gebete an diesen 10 Tagen vermehren, da sie zu den besten gottgefälligen Taten gehören. Das Fasten, sei es das Fasten der ganzen 9 Tage von Zulhijja oder einige von ihnen, insbesondere der Arafah, beziehungsweise insbesondere dem Tag von Arafah. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Ich erwarte von Allah, dass das Fasten vom Tag von Arafah sowohl das vorherige als auch das kommende Jahr abbüßt. So wie Hafsa sagte: 4 Angelegenheiten, die der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, nicht ließ. Nämlich das Fasten von Ashura, also dem 10. Tag vom Monat Muharram, das Fasten der 10 Tage von Zulhijja, das Fasten an 3 Tagen jedes Monats und 2 Raka vor dem Morgen früh. Die Umrah und der Hajj sind am besten, was man an den 10 Tagen von Zulhijja verrichtet. Und Allah weiß es am besten.